herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie ihr wisst, lese ich sehr, sehr gerne. Nur ich habe herausgefunden, dass ich irgendwie die letzten Jahre meines Lebens nie so wirklich richtig gelesen habe und die Dinge, die ich gelesen habe, oftmals dann einige Zeit später schon wieder vergessen habe. Natürlich habe ich trotzdem nicht irgendwie umsonst gelesen, aber es ist schon schade, wenn man etwas liest und dann irgendwie die Hälfte wieder davon vergisst. Gerade weil ich halt sehr, sehr gerne so Selbsthilfebücher, Sachbücher und so lese und Bücher, aus denen man etwas lernen kann. Deswegen habe ich mich vor einigen Wochen mal hingesetzt und überlegt, was ich für ein System aufbauen kann, was mir dann wirklich hilft, die Dinge zu merken und den Content wirklich richtig zu verstehen. Und heute möchte ich mir diese Methode mit euch teilen, also viel Spaß beim Video. Vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls euch dieses Thema interessiert und ihr mehr davon sehen wollt. Viel Spaß beim heutigen Video, let's go! Mein Prozess hat mehrere Schritte und natürlich ist der erste Schritt auch, sich ein Buch auszusuchen, was man lesen möchte. Und natürlich habe ich mir das Buch aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Also ich nehme jetzt einfach nicht irgendwie ein random Buch, sondern habe gerne ein Buch, was mir gefällt, was mich anspricht und wo ich denke, dass ich etwas daraus lernen kann und es einfach interessant finde beispielsweise. Also mache ich es meistens so, dass ich mir das Buch nehme, beispielsweise für dieses Video nehme ich jetzt dieses Buch hier. Da habe ich das Cover gerade abgemacht, aber das ist das Buch Sorge dich nicht lebe. Und wenn ich das Buch sehe, dann habe ich natürlich meistens eine Frage im Kopf, die ich sozusagen beantwortet haben möchte. Übrigens geht es in diesem Video eigentlich fast nur um Non-Fiction-Books, also halt nicht über Geschichten, sondern Nicht-Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Non-Fictional, keine geschichtlichen, nicht-fiktionale Texte. Ja, auf jeden Fall stelle ich mir zuerst eine Frage zu dem Buch, die ich dann beantwortet haben möchte. Beispielsweise, ich muss mal kurz meine Notizen raussuchen, dann kann ich euch das mal zeigen. In diesem Buch geht es ja um das Sorgen, beziehungsweise um das eher Nicht-Sorgen. Und da habe ich eine ziemlich ausführliche Frage aufgeschrieben, und zwar ist die Frage: Wie kann ich ein Leben führen, das nicht ständig davon geprägt ist, mir dauernd Sorgen zu machen, was dazu führt, dass ich das heute nicht mehr genießen kann? Und das ist sozusagen einfach nur eine Frage, die ich denke, dass mir das Buch beantwortet und nach der ich halt gezielt suchen möchte. Und das ist die erste Sache, wo ich immer finde, dass das Lesen, wenn man eine Intention hat, viel produktiver und sinnvoller ist, als wenn man einfach nur drauf losliest. Deswegen, das ist so die Frage. Übrigens werde ich noch die Bücher in der Infobox verlinken, falls euch diese Bücher interessieren. Der zweite Schritt in meinem Leseprozess ist dann wirklich das Buch zu lesen. Aber dann lese ich nicht alles in einem Rausch durch, sondern ich fange dann mit dem ersten Kapitel an und fange dann auch an, mir schon direkt Markierungen zu machen. Ich muss sagen, ich war früher eine Person, die es absolut gehasst hat, bei den Büchern irgendwas zu markieren, weil ich mir dachte, dass dieses Buch einfach hässlich aussieht, weil es kaputt geht, weil ich es ruiniere und ich es dann nie jemandem anderen geben kann, weil der dann halt meine ganzen Markierungen sehen würde. Was jetzt für die wahrscheinlich nicht so gut ist. Und deswegen wollte ich früher mein Buch niemals ruinieren, indem ich das markiere oder was hinschreibe. Und da habe ich aber einen Kompromiss mit mir selbst gefunden. Und zwar ist mein Kompromiss jetzt, dass ich mit Bleistift reinschreibe. Ich markiere auch nicht mit einem Markierer, mit einem Marker meine Bücher, sondern ich schreibe wirklich nur mit einem Bleistift rein. Und da habe ich natürlich auch ein System, wie ich das mache. Man kann vielleicht, ich kann euch wieder mal so ein paar Eindrücke hier zeigen, sehen, dass ich ab und zu einige Dinge an den Rand rangeschrieben habe. Und zwar mache ich es so, dass ich erstmal Dinge, die ich wichtig finde, die Dinge unterstreiche. Wenn es beispielsweise ein Zitat ist, was ich sehr gut finde, ein Spruch, dann mache ich einen Q-Run für Quote, wie zum Beispiel hier. Da fand ich diesen Spruch ganz cool, habe da einen Q-Run gemacht für Quote. Wenn es stattdessen aber eine Idee gibt, zu der ich gerne zurückkommen würde oder die ich gut finde, um sie in mein Leben zu implementieren oder so, schreibe ich rechts Idee ran, also Idee habe ich jetzt hier geschrieben für Idee, um mir das nachher nochmal anzugucken. Ansonsten, wenn es einfach nur wichtige Sachen sind, die ich gut finde, dann umrande ich sie oder markiere sie. Und wenn es auch ein längerer Abschnitt ist, mache ich es auch sehr gerne so, dass ich mir vielleicht den ganzen Abschnitt in einem Wort zusammenfasse. Beispielsweise habe ich hier geschrieben, richtiges Denken. Also sozusagen, was ist richtiges Denken, was ist falsches Denken. Oder hier habe ich zum Beispiel das zusammengefasst in die Überschrift Step by Step. Und auf dieser Seite gab es eine sehr lange Geschichte über eine Person und ich habe diese Geschichte in einem Flussdiagramm unten zusammengefasst, um mir das so zu merken, um halt nicht diese ganze Geschichte dann nochmal aufzuschreiben oder so, aber so die Grundtatsache herauszufinden. Und ich habe auch hier eine Notiz gemacht über das Buch sozusagen, weil jetzt kommt so eine ganz kleine Ankündigung für euch. Ich nämlich vorhabe, so eine Art Buchclub auf YouTube zu machen. Es ist nicht wirklich ein Buchclub, sondern es ist eher so, dass ich euch die Bücher, die ich lese, vorstellen möchte und sozusagen meine Tipps und meine
Ratschläge, die ich lerne, mit euch zu teilen in einem Video für jedes Buch, was ich lese. Und da möchte ich natürlich auch eine gute Review machen, eine gute Rezension schreiben. Und da habe ich natürlich hier oben auch hingeschrieben, was ich noch so für Gedanken generell zum Buch habe. Wie zum Beispiel habe ich hier zum Beispiel geschrieben, es gibt sehr viel Storytelling im Buch, also es werden sehr viele Geschichten erzählt. Das ist so eine Notiz, die ich dann in meinem Video dazu sagen könnte. Dann mache ich auch ab und zu so Notizen, wenn ich irgendwas habe, was wirklich zu mir persönlich passt. Beispielsweise habe ich hier aufgeschrieben, dass ich früher immer dachte, dass die Zukunft das Wichtigste sei oder wäre, aber ich dann sozusagen durch das Buch gelernt habe, dass heute eigentlich auch die Zukunft ist. Und das ist sozusagen eine Sache, die ich gelernt habe, und deswegen habe ich es auch aufgeschrieben, um es nicht wieder zu vergessen. Und das ist halt, wie gesagt, der erste Schritt von meinem Leseprozess, ist einfach nur lesen, die Dinge markieren und Gedanken runterschreiben. Wenn ich das gemacht habe, fängt es auch direkt an mit meinen richtigen Notizen und setze ich mich dann immer hin und fange an, die Dinge aus dem Buch rauszuarbeiten. Das dauert meistens gar nicht so lange. Ich dachte nämlich zuerst, dass es halt irgendwie eine Zeitverschwendung ist, weil es so lange dauern würde, nochmal alles sozusagen nochmal zu lesen. Aber das finde ich eigentlich gar nicht. Es hat irgendwie noch nie wirklich sehr lange gedauert, sondern das war eigentlich immer relativ schnell, weil ich sozusagen das Buch schon gelesen habe davor, so das Kapitel, und deswegen wusste, worum es geht. Ich musste nur kurz meine Notizen halt durchscannen, die Dinge, die ich markiert habe und so. Und dann sieht es ungefähr so aus, dass ich für jedes Kapitel einfach so eine ganz kleine Zusammenfassung habe, meine Gedanken dazu aufschreibe und halt vor allem Dinge aufschreibe, die ich euch dann zeigen möchte, weil es ja, wie gesagt, dieses Buchclub-Format geben wird, wo ich euch das Buch dann vorstelle. Eine weitere Sache, die ich auch sehr, sehr gerne mache, ist mir eine Zusammenfassung zu schreiben für jedes Kapitel, aber nicht, dass ich es abschreibe, sondern sozusagen das Ganze aus meinem Gedächtnis heraus mache. Also, dass ich sozusagen nach jedem Kapitel kurz Inhalte überlege, was habe ich gerade gelernt, worum ging es gerade, um dann das in 3, 4, 5 Sätzen mal aufzuschreiben, weil das auch wieder diese Active Recall Methode, die ich auch schon in meinem Lernmethoden-Video angesprochen habe. Weil wenn ich das Konzept in meinen eigenen Worten einfach wiedergeben kann, weiß ich, dass ich das wirklich verstanden habe. Und wenn ich das nicht kann und immer wieder nachlesen muss, weiß ich, ich habe es noch nicht ganz verstanden, soll das vielleicht nochmal durchgehen. Und das mache ich halt für jedes Kapitel und ich mache es, wie gesagt, aber nur für Bücher, die dann wirklich nicht fiktionale Texte sind. Also wenn es zum Beispiel eine Geschichte ist, ein Roman ist, wie jetzt zum Beispiel das hier, das ist ein Roman, da habe ich jetzt halt nichts markiert und würde auch, glaube ich, erstmal nicht wirklich was markieren, weil es halt einfach eine Geschichte ist, die ich so entspannt lesen möchte und genießen möchte. Vielleicht habe ich da so 3, 4 Sachen, die ich daraus lernen soll. Das könnte auf jeden Fall sein, aber ich denke mal, es ist eher so eine entspannende Geschichte und wenn ich wirklich die Intention habe, was zu lernen, dann markiere ich halt so viel, mache mir wirklich diese Mühe mit den Zusammenfassungen und so, mache es aber nicht in jedem Buch, nochmal, um das hier klarzustellen. Diese Methode finde ich aber auch total gut für zum Beispiel Bücher, die man für die Schule lesen muss, da man da ja auch meistens ein sehr gutes Verständnis dafür haben muss und dann auch sich Gedanken macht und vielleicht Zusammenfassungen in Zukunft dann dazu verfassen sollte. Und deswegen finde ich diese Methode ziemlich, ziemlich gut. Nicht nur für die Dinge zu Hause und für sich selbst, sondern auch für die Schule zum Beispiel. Ja, ich hoffe, dir hat das Video heute ein bisschen gefallen. Lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder schreib einen Kommentar, falls das der Fall ist. Und ich wünsche dir jetzt auch einen wunderschönen Tag. Genau, dass wir uns hier auf meinem Kanal bald wiedersehen. Vergiss nicht zu abonnieren und dann bis nächste Woche. Tschüss!